In der heutigen Zeit ist es etwas Unnormales, wenn du die Religion Gottes praktizierst. In der heutigen Zeit, wo die Menschen Allah, den Gott der Menschheit, wo sie ihn vergessen haben, ist es etwas Unnatürliches, wenn du die Religion praktizierst. Wenn du nach Antwerpen gehst, siehst du Juden, die tragen sich mit ihrer Tracht, haben einen langen Bart, tragen ihre Teile, ihre Käppi und die Menschen sagen, interessant. Wenn du gehst nach woanders, siehst du die Hindus, in Köln gibt es viele Hindus, sie haben einen orangen Turban, sie haben einen langen Bart, die Menschen sagen, interessant. Aber siehst du einen Muslim, der hat ein Bart, der hat eine Käppi, die sagen, Terrorist. Das ist unfair. Du dienst Allah. Du liebst Allah. Dein Herz schlägt für Jalla Jalalu. Unsere Sünden sind viele. Wir haben so viele Sünden, dass eigentlich Allah würde uns pausenlos bestrafen. Aber Allah hat erleichtert, Alhamdulillah. Wudu, lösch Sünden. Gebet, lösch Sünden. Wenn du sagst, Subhana Rabbi al-A'la, lösch Sünden. Wenn du sagst, La ilaha illallah, lösch Sünden. Wenn du sagst, Alhamdulillah, lösch Sünden. Wenn du einen Baum anguckst und sagst, Subhanallah, Allah hat ihn erschaffen, lösch Sünden, weil du über Allah nachdenkst. Wisst ihr, wie viele sich jetzt vorbereiten für die Diskothek? Ja. Sehr viele. Wisst ihr, wie viele sich Frauen auftakeln, damit sie heute die Männer verführen? Wisst ihr, wie viele Männer sich auftakeln, damit sie die Frauen verführen? Sehr viele. Aber nein, du hast den Weg gefunden hier rein. Alhamdulillah. Danke Allah, dass er dich auserwählt hat. Danke ihm. Weil er hätte dich auch blind sein lassen können. Und du hättest gedacht, du bist richtig, obwohl du bist ganz hinterher. Abdullah ibn Amr, möge mit Allah ihn zufrieden sein, sagte, wahrlich, unter den Dienern Allah gibt es jene, die weder Propheten noch Märtyrer sind. Aber sie haben einen großen Rang bei Allah. Sie sind keine Propheten, sie sind auch keine Märtyrer, normale Diener Gottes. Aber haben einen großen Rang. Sahaba sagten, ja Rasulullah, wer sind diese Menschen? Er sagt, das sind diejenigen, die die Sunna lebendig machen in der Zeit, wo die Menschen Sunna vergessen haben. Die Sahaba fragten, o Gesandter Allahs, wer sind diese, die Fremden, von denen du sprichst? Er sagte, diejenigen, die rechtschaffen handeln, wenn die Menschen verdorben sind. Ist heute die Menschheit in Ordnung? Das kann keiner hier bestätigen. Sie ist verdorben. Guckt euch, wie sie aussehen. Guckt euch, was sie machen. Sie laufen nackt auf der Straße. Aber hast du dich mal gefragt, was würdest du machen, wenn deine Schwester in Bordell arbeitet? Meinst du, das ist unmöglich? Das ist nicht unmöglich. Das ist nicht unmöglich. Wenn deine Taten nicht für Allah sind, erwarte nicht, dass deine Kinder rechtschaffen werden. Evliullah. Nein. Nein, ein Wolf wird niemals einen Hasen auf die Welt bringen. Ein Wolf bringt einen Wolf auf die Welt. Wenn du ein Wolf bist, erwarte nicht, dass deine Tochter erschaffen wird. Wenn du mit Drogen dienst, erwarte nicht, dass dein Sohn nicht dasselbe tun wird. Und man kann immer sagen, du übertreibst. Aber dass du Drogen vertickst, ist nicht übertrieben. Dass du die Menschheit verseuchst, ist nicht übertrieben. Dass du vielleicht meinen Sohn morgen Crack an der Straße verkaufen willst, ist nicht übertrieben. Dass Maxlo voller Muslime ist. Und wie viele Muslime sitzen hier und wie viele gehen heute Abend in die Diskothek, ist nicht übertrieben. Dass unsere Schwestern mit 12 Jahren keine Jungfrau sind, ist nicht übertrieben. Aber dass du Allah anbetest, Gehirnwäsche. Alhamdulillah für diese Gehirnwäsche. Ich danke Allah für diese schöne Gehirnwäsche. Aber dass du voll verseucht bist, dass du einen Psychiater brauchst, weil du nicht klarkommst, ist nicht übertrieben. Das ist normal. Habt ihr die Rapper gesehen? Jeder von denen braucht einen Psychiater, weil er nicht klarkommt.
weil die nicht klarkommen auf ihr Leben, weil die sich voll bekiffen von morgens bis abends. Und das soll cool sein, das soll gut sein, das soll unser Verhältnis sein zu der Dunya. Das soll dich Allah näher bringen. Es macht dich zu einem Nichtsnutz und zu einem Diener der Gelüste. Es macht dich zu einem Diener, dem, den du dienst da. Weißt du wem? Du dienst deinem Diener, du dienst denen, die du von denen abhängig bist. Aber Allah dienst du nicht. Dein wahres Vorbild hast du vergessen. Dein wahres Vorbild hast du vergessen, mein Bruder. Dein wahres Vorbild, den Muhammad alayhi salatu wassalam, der in Mekka gekommen ist, seine Botschaft, die ganze Erde umfasst heute. Von Abu Musa al-Ash'ari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der gesamte Allah sallallahu alayhi wasallam gesagt hat, die Leute meiner Gemeinde werden Alkohol trinken und ihnen andere Namen geben. Sie werden Musik hören, sie werden Sängerinnen haben. Allah wird in dieser Zeit die Erde verschlingen lassen. Er wird sie in Affen und Schweinen verwandeln. Überliefert von Ibn Majah und Sheikh Albani sagt, dass der Hadith authentisch ist. In der heutigen Zeit, wo das Alkoholtrinken normal geworden ist, wo die Musik völlig normal ist, wo die Sängerinnen normal sind, wo der Sänger normal sind, in der Zeit erwartet die Erde eine große Plage. Als Abdullah ibn Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht anbrechen, bis in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr ausgeübt wird, so wie die Esel aneinander sich bespringen. Ich sagte, ja Rasulullah, wird das so geschehen? Er sagte, ja Wallah, das wird in meiner Umma geschehen. Heute völlig normal, du fährst mit Auto, siehst, dass sie sich aneinander bespringen. Völlig normal. Auf den Straßen. Wenn du sagst was dagegen, sagen sie, bist du kein Demokrat. Wallahi, in einer Zeitung habe ich gelesen, in Schweden heiratet ein ganz reicher Mann, heiratet mit seinem Dackel. Ganz groß, die schreiben darüber, Applaus, Bürgermeister ist gekommen zu seiner Hochzeit und so weiter und so fort. Unten, in einer kleinen Ecke, eine Bombe in Afghanistan hat ein Kinderdorf, hat eine Kindertagesstätte getroffen, 15 Kinder von Afghanen tot. Ja, das ist klar. Blut von Muslimen ist billig. Aber ein Hund hat mehr Ehre. Das geht nicht. Das geht nicht. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das hat mit Menschenwürde nichts zu tun. Millionen in Deutschland. Trotzdem sind wir fremd für die. Trotzdem sind wir fremd für sie. Trotzdem, wenn du mit deiner Frau gehst, gucken die so aus dem Auto und machen wie Wackeldackel. Kennt ihr Wackeldackel? Wenn die dich sehen, so machen sie. Furchtbar. Aha, furchtbar. Fährt an 5, 6 Shop vorbei, guckt dich mal hin, sieht dich und macht furchtbar. Auslachen von Sunna ist gefährlich. Auslachen von Menschen, die Allah dienen, ist gefährlich. Gefährlich. Weißt du warum? Weil diese Menschen, die Allah dienen, sie haben den besten Herrn und sie haben das beste Schutz. Das ist Allah mit seiner Armee. Den Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, stand auf der Mimber und sagte, möge der Munafik unter uns jetzt sterben. In der 5. Reihe fiel ein Mann tot um. Aufpassen von der Dua von jemandem, der Evliullah ist. Wer ist Evliullah? Allahu alam. Wie Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagt, jeder Muslim kann ein Evliullah werden. Wir wissen nicht, wer Evliullah ist.